Hallo meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video von mir. Schaut mal, wie mein Tisch schon wieder aussieht. Total verranzt. Ja, da muss ich mir wieder was einfallen lassen. Ich habe einen kleinen Haul für euch. Und zwar ist eine Bestellung von Sweet Marilou gekommen und ich habe zwei Teile von AliExpress bekommen und ich habe gedacht, das zeige ich euch mal ganz flott. Wenn ich wüsste, wo ich jetzt... Oh, finden wir gleich wieder. So, ich fange einfach mal an mit Sweet Marilou. Sweet Marilou ist eine Bestellgruppe bei Facebook. Einfach mal bei Facebook Sweet Marilou eingeben und dann kommt ihr dorthin. Ja, da könnt ihr dann über den ganzen Monat sammeln, was ihr haben möchtet. Und Ende des Monats bekommt ihr eine Rechnung. Und wenn ihr diese bezahlt, bekommt ihr eure Ware. Das habe ich getan. Und ich habe unter anderem erstmal ein ganz süßes Dankeschön bekommen. Herzlichen Dank. Ja, total niedlich. Und vielen Dank für Ihre Bestellung. Und hier findet ihr dann Sweet Marilou. Genau. So, das. Und dann habe ich als allererstes die bekommen. Ah, sind die süß, aber die sind winzig. Schaut mal, wie klein die sind. Ja, trotzdem sind sie super niedlich. Kleine Eis, Donuts mit Augen, Wolken mit Augen. Ja, halt so richtig schön kawaii, aber winzig klein. Naja, da werde ich wahrscheinlich Verwendung für finden, irgendeinen Planner oder so. Schauen wir mal. Dann habe ich mir, das ist immer so voll lustig, weil ich bestelle dann dort, vergesse, was ich bestellt habe. Und ja, Ende des Monats, wenn dann das Paket kommt, kommen dann solche Überraschungen zutage. Ich habe Rolodex-Karten-Schablonen gekauft. Und zwar einmal diese ganz normale abgerundete Form. In drei Lagen, also ne, man kann sie dann so layern. Genau. Und dann habe ich das Ganze nochmal in dieser Wimpelform gekauft. Und ja, da konnte ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber so ist das immer. Ich im Vorbeigehen, oh, das ist toll, das möchte ich haben. Schmeiße es in den Einkaufswagen und dann habe ich es schon wieder vergessen. Ja, so, aber warum ich hauptsächlich dort bestellt hatte... Das waren diese tollen Teilchen hier. Und zwar ist es ein komplettes Set. Und das nennt sich Jabber G, keine Ahnung, von René Spielmann. Und ja, das ist so süß. Schaut mal hier, das Mädel. Schwer verliebt. Und das ist ein Stickerbogen. Und hier haben wir, glaube ich, noch einen Stickerbogen. Da ist das Mädel dann auch noch mal drauf. Ja, wie gesagt, ne, schwer verliebt. Valentinstag ist zwar vorbei, aber das fand ich so süß. So, dann habe ich passend dazu zwei Stanzen. Einmal diese. Kann man das sehen? Also da gibt es noch jede Menge. Ich habe jetzt hier die Stickerbögen. Dann habe ich diese Stanze. Und ich habe diese Stanze, genau. Also diese beiden Stanzen, die habe ich auch noch dazu. Dann habe ich dazu diesen Stempel. Und auch da, schauen wir mal, gibt es noch einige. Also es gibt drei Stempel. Es gibt einen ganz großen Stempel mit Texten und dann... Gibt es halt die Sticker, die haben wir ja. Dann gibt es noch diese Stanzform. Und es gibt Designpapier. Und das habe ich auch. Und da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein, denn das ist total niedlich. Und es hat wieder meine Größe. Perfekt. So, es ist loses Papier. Genau. Oh, schaut mal, hier ist auch noch mal alles beschrieben, was drin ist. Also hier, es gibt auch noch einen Textstempel, aber der ist auf Französisch. Französisch, das kann ich nicht.
So, und hier haben wir dann eine Seite in Pink und eine Seite in Rot. Ja, finde ich auch sehr cool. Hier haben wir Rot mit pinken Herzen und hier Pink mit roten Herzen. Und es sind immer drei pro Design, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, sehr schön. Das mit dem, das gefällt mir. Das und das Papier ist schön griffig, also nicht zu leicht. Oder wabbelig, hoch und rutschig, wie ihr seht. Genau, und hier haben wir einmal Punkte und einmal Herze. Streifen. Jo. Also das finde ich richtig cool, dass man da Pink und Rot. Ja, super. Genau, und hier sind drin 23 Blätter, 2 Seiten, 170 Gramm. Ich sage, es ist ziemlich kräftig, das Papier. 15,2 mal 15,2 Zentimeter. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Vor allem dieses Doppelseitige gefällt mir richtig gut. Genau, das war meine wirklich kleine Bestellung bei Sweet Marilou. Und dann habe ich noch bekommen... Wo habe ich das denn jetzt hingelegt? Was habe ich denn das jetzt hingelegt? Na? Moment, ich muss mir das mal eben holen. Ich brauche aber ein bisschen länger, da ich mir gestern einen netten Muskelfaser das. Oh. zugezogen habe und mich im Moment fühle wie eine alte Oma. Ja, und zwar habe ich die Tage, oh, kommt her, es ist ein Lauf. Dann sieht es wieder aus wie auf einem Schlachtfeld. Ah, die anderen finde ich jetzt nicht, aber die liegen hier auch irgendwo. Ja, stellvertretend dafür zeige ich euch diese. Und zwar habe ich mir bei AliExpress diese Formen bestellt zum Prägen mit meiner... Foil and Go oder Go and Foil. Oh, ich vergesse den Namen immer. Genau, und dazu hatte ich dann auch noch, schaut euch das an, richtig bling bling. Genau, und dann habe ich so eine, das ist schon so eher weihnachtlich. Ich hatte auch noch eine. Und hier das Schöne ist, dass wir das drucken können. Ich muss sie mal auspacken, sonst könnt ihr das nicht erkennen. Ah, da. Oh, Mensch. Ja, bei der könnt ihr das besser erkennen. Also, das Innere wird geprägt, also in Folie aufgedruckt. Und dann haben wir hier außen eine Schneide. Da, Schneideschablone, genau, mein Gott. Die das Motiv dann ausschneidet. Und das ist bei dieser hier genauso, bei der nicht, aber bei dieser. Und ich hatte noch welche mit Federn und ja, die liegen aber, glaube ich, noch unten. Genau, die habe ich bekommen und die sind wirklich super günstig. Ich glaube, für die habe ich 1,20 € oder so bezahlt. Also die sind bei AliExpress richtig, richtig günstig. Da müsst ihr einfach mal Folienprägung oder so eingeben oder Foliendruck. Und dann kommen diese ganzen Folien. Genau. Und dann, ich konnte es ja nicht lassen. Ich bin ja total verliebt in meine Sharpies. Und ich hatte ja schon ein Set Fineliner gekauft. Und jetzt habe ich mir nochmal so ein Set von den etwas dickeren gekauft. Ja, ich finde sie einfach richtig klasse, weil sie sich auch wirklich schön ineinander verarbeiten lassen. Da habe ich euch ja schon ein Video zu gemacht. Aber ihr könnt mich wirklich, ihr könnt mich totschlagen. Ich habe wirklich schon überall nachgeschaut und mir wird immer angezeigt, es sind Alkoholmarker. Ich werde aber immer angemeckert, weil ich das sage. Und man mir dann sagt, nein, das sind Ölmarker, also sie sind auf Ölbasis. Jetzt habe ich gedacht, oh, du hast eine Verpackung, dann schaust du da mal rein. Aber auf dieser Verpackung steht auch nichts. Weder Öl noch Alkohol, es steht nichts drauf. Naja, auf jeden Fall, ich finde sie toll. Egal auf welcher Basis sie sind.
Und ich habe festgestellt, sie lassen sich auch toll mit meinen Alkoholmarkern verarbeiten. Die kann man gut untereinander mischen. Und hier haben wir einige Farben drin, die ich noch nicht habe. Wie hier Grautöne, also zwei Grautöne. Wir haben wieder hier ein paar Lila, Grün, Gelb. Ja, die man schön untereinander mischen kann. Und darum durften die auch noch mal mit. Fragt mich nicht, was sie gekostet haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, also solltet ihr Interesse an den Sharpies haben, dann schaut echt mal bei AliExpress vorbei. Da gibt es ohne Ende en masse. Und ich mag sie wirklich gerne. Ihr Lieben, das war's auch schon. Das war so ein kleiner Sabbel-Sabbel-Haul. Und ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Und damit verabschiede ich mich auch schon von euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.